Hallo und herzlich willkommen zu deiner heutigen Entspannung, Yoga Nidra 3. Bitte stelle sicher, dass du die nächsten 20 bis 25 Minuten ganz ungestört sein kannst. Und bitte lege dich in Shavasana. Lege den Körper locker und entspannt auf den Boden. Möglicherweise nimmst du dir noch eine Decke, um warm zu liegen. Lass deine Füße ganz locker auseinanderfallen. Dreh die Handflächen nach oben. Schließe deine Augen und nimm die Bewegungslosigkeit deines Körpers wahr. Spüre, ob du noch irgendwo im Körper eine Veränderung, eine Bewegung brauchst. Nimm wahr, ob du gut und ob du bequem liegst. Während Yoga Nidra sollte der Körper nicht mehr bewegt werden. Während dieser Entspannung vergiss all deine Probleme, all deine Sorgen, deine Nöte. All deine Aufgaben und deine Verpflichtungen, all deine Rollen und Identifikationen, die du im Alltag hast. Nimm bitte einen tiefen Atemzug und lasse mit dem Ausatmen alles los. Werde dir der äußeren Geräusche bewusst. Nimm die Geräusche außerhalb deines Raumes wahr. Nimm die Geräusche weit aus der Ferne auf. Lausche achtsam, ohne herausfinden zu wollen, woher diese Geräusche kommen oder was diese Geräusche sind. Komme dann allmählich zurück in deinen Raum, in dem du dich befindest. Und nimm in diesem Raum alle Geräusche wahr. Nimm diesen Raum wahr. Nimm dich selbst in diesem Raum wahr. Nimm dich wahr, wie du auf dem Boden liegst. Und werde dir mehr und mehr deines Körpers bewusst, deines Körpers, wie er auf dem Boden liegt. Nimm deinen Atem wahr, deinen ganz natürlichen Atem. Nimm deinen Atem wahr, ohne ihn verändern zu wollen. Spüre deinen Atem. Spüre deinen Atem und deinen Körper gleichzeitig. Sage dir gedanklich: Ich mache jetzt Yoga Nidra. Ich bin wach. Formuliere an dieser Stelle deinen Sankalpa,
deinen Entschluss. Jetzt in diesem Moment ist die Zeit für deinen Vorsatz. Wiederhole ihn dreimal gedanklich mit Überzeugung und Vertrauen. Lasse nun deine Wahrnehmung kreisen. Lenke sie zu den verschiedenen Körperteilen. Bewege dich mit deiner Wahrnehmung von einem Körperteil zum anderen. Benenne das Körperteil und gehe mit deiner Wahrnehmung weiter. Kreise mit der Wahrnehmung durch deinen Körper. Komme nun zu deiner rechten Seite des Körpers, zu deiner rechten Hand, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Handfläche, Handrücken, Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schulter, Achselhöhle, Taille, Hüfte, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenk, Ferse, Fußsohle, großer Zeh, zweiter, dritter, vierter, kleiner Zeh. Lenke die Wahrnehmung zur linken Seite des Körpers, zur linken Hand, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Handfläche, Handrücken, Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schulter, Achselhöhle, linke Taille, Hüfte, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenk, Ferse, Fußsohle, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh. Komme zur Rückseite des Körpers. Rechte Fußsohle, linke Fußsohle, rechte Ferse, linke Ferse, rechte Wade, linke Wade, Rückseite des rechten Oberschenkels, Rückseite des linken Oberschenkels, rechte Po-Hälfte, linke Po-Hälfte, rechte Hüfte, linke Hüfte, die ganze Wirbelsäule,
rechtes Schulterblatt, linkes Schulterblatt, Nacken, Hinterkopf, die Krone des Kopfes. Komm mit der Aufmerksamkeit zur Vorderseite, die Krone des Kopfes, die Stirn, rechte Augenbraue, linke Augenbraue, Augenbrauenzentrum, rechtes Augenlid, linkes Augenlid, rechtes Auge, linkes Auge, rechtes Ohr, linkes Ohr, rechtes Nasenloch, linkes Nasenloch, rechte Wange, linke Wange, Oberlippe, Unterlippe, Kinn, Kiefer, Hals, rechtes Schlüsselbein, linkes Schlüsselbein, rechte Brust, linke Brust, die Mitte der Brust, Nabel, Oberbauch, Unterleib, rechte Leiste, linke Leiste, rechter Oberschenkel, linker Oberschenkel, rechtes Knie, linkes Knie, rechter Unterschenkel, linker Unterschenkel, rechtes Fußgelenk, linkes Fußgelenk, rechte Zehen, linke Zehen. Spüre bitte das ganze rechte Bein, das ganze linke Bein. Spüre beide Beine. Der rechte Arm. Der linke Arm. Beide Arme. Der ganze Rumpf. Der ganze Kopf. Der ganze Körper, der ganze Körper, der ganze Körper, das rechte Bein, das linke Bein, beide Beine, der rechte Arm, der linke Arm, beide Arme, der ganze Rumpf, der ganze Kopf, der ganze Körper, der ganze Körper, der ganze Körper, das ganze rechte Bein, das linke Bein, beide Beine, der rechte Arm, der linke Arm, beide Arme, der ganze Rumpf, der ganze Kopf, der ganze Körper, der ganze Körper, der ganze Körper.
Werde dir nun der Haut der verschiedenen Körperteile bewusst und konzentriere dich für kurze Zeit nur auf diese Punkte. Nimm die Fußsohlen wahr. Fühle die Haut der Fußsohlen. Fersen, Zehenspitzen. Nimm die Haut der Zehenspitzen wahr. Nimm die Haut der Handflächen wahr. Fühle die Haut und nimm die Linien der Handflächen wahr. Der Finger. Die Wahrnehmung ist sehr intensiv. Bringe die Aufmerksamkeit zum Gesicht. Nimm die Haut des Gesichtes wahr. Die Haut der Stirn, der Wangen, des Kinns. Nimm jede Falte, jede Linie in deinem Gesicht wahr. Werde dir der Augenlider bewusst und fühle die Linie zwischen dem Oberlid und dem Unterlid. Lenke die Wahrnehmung zu deinen Lippen. Fühle die Berührung zwischen Oberlippe und Unterlippe. Nimm deinen natürlichen Atem wahr. Beobachte den ganz natürlichen Atem. Beobachte nur deinen Atem, sonst nichts. Konzentriere dich nun auf den Atemfluss zwischen Nabel und Hals. Fühle, wie sich der Atem auf diesem Weg bewegt. Wenn du einatmest, bewegt er sich vom Nabel zum Hals. Wenn du ausatmest, bewegt er sich vom Hals zum Nabel. Die Achtsamkeit dehnt sich mehr und mehr aus. Nun beobachte den Atem in den Nasenlöchern. Der natürliche Atem fließt durch beide Nasenlöcher. Der Atem fließt durch beide Nasenlöcher und trifft oben zusammen. Er bildet die Form eines Dreiecks. Mache dir ein Bild davon, wie der Atem aus zwei verschiedenen Richtungen aufeinander zufließt und im Augenbrauenzentrum zusammentrifft. Du beginnst nun gedanklich in Nadi Shodhana der Wechselatmung zu atmen, ohne Zuhilfenahme deiner Hand. Nimm den Atem in den Nasenlöchern wahr. Zähle dabei rückwärts von 108 zu 1. 108 links einatmen. 108 rechts ausatmen.
107 rechts einatmen, 107 links ausatmen. Fahre mit dieser Übung in deinem eigenen Rhythmus fort. Zähle während dieser Übung in Gedanken mit. Wenn du dich verzählst oder einschläfst, beginnst du wieder bei 108. Sei sehr aufmerksam. Atme in der gedanklichen Wechselatmung. Zählen. Achtsam. Zählen. Bleibe wach. Zähle weiter und bleibe aufmerksam. Beende nun das Zählen und bringe deine Wahrnehmung in Chittakasha, den inneren Raum, den Raum des Bewusstseins, den du hinter deiner Stirn sehen kannst. Nimm diesen Raum ganz deutlich wahr. Ein unendlich weiter Raum, der sich immer weiter und weiter ausdehnt, so tief und so hoch und so weit du sehen kannst. Nimm diesen Raum wahr, beobachte sehr genau, aber lasse dich nicht hineinziehen. Schaue in der gleichen Weise zu, als wenn du dir einen Film ansiehst. Alles, was du dort siehst, ist eine Projektion deines Unterbewussten. Wenn du Muster siehst, so ist das nur die Form, in der sich dein Geist zum Ausdruck bringt. Bleibe wachsam und fahre fort mit der Wahrnehmung. Bringe nun deine Wahrnehmung in dein Augenbrauenzentrum. Du siehst dort eine goldene Tür. Eine große, uralte, goldene Tür. Versuche, diese Tür zu öffnen. Nun bist du auf der anderen Seite dieser Tür und du stehst am Eingang einer dunklen Höhle. Schaue in diese dunkle Höhle hinein. Tief im Inneren siehst du ein leuchtendes Licht. Gehe zu diesem Licht. Schau dir an, was es ist. In der Mitte dieses Lichtes liegt ein kleines, goldenes Ei.
Es leuchtet ein winzig kleines goldenes Ei, so klein wie ein Senfsamen. Winzig klein und leuchtend. Betrachte dieses goldene Ei in dem leuchtenden Licht. Es sind Symbole deines höchsten Selbst. Und auch deines kleinen Egos. Verlasse nun das Licht mit dem goldenen Ei und geh wieder aus der goldenen Tür heraus. Bring deine Wahrnehmung wieder zum Augenbrauenzentrum. Nimm diesen Punkt zwischen den beiden Augenbrauen deutlich wahr. Bringe die Wahrnehmung zurück zu Chidakasha, den Raum in deiner Stirnhöhle. Schaue in diesen Raum und beobachte jede Farbe, jedes Muster, alles, was du dort siehst. Nimm aufmerksam wahr, aber lasse dich nicht hineinziehen. Nimm den Raum und alle Muster, Bilder und spontanen Gedanken wahr. Erinnere dich nun an deinen Vorsatz, den du am Anfang dieser Übung getroffen hast. Wiederhole dir diesen Vorsatz, deinen Sankalpa, dreimal im tiefsten Vertrauen. Sage dir dein Sankalpa dreimal mit der gleichen Einstellung wie zu Beginn. Werde dir nun deines Atems bewusst, des ganz natürlichen Atems. Nimm den Atem in den Nasenlöchern wahr. Nimm sehr achtsam den Atem in den Nasenlöchern wahr. Gedanklich atmest du die Wechselatmung. Dehne die Wahrnehmung deines Atems immer mehr aus. Zu jedem Teil deines Körpers. Wenn du einatmest, fühlst du die Lebenskraft in den ganzen Körper hineinfließen. Nimm einen langen, tiefen Atemzug. Betrachte den ganz entspannten Körper. Nimm langsam deinen Körper im Raum und deine Umgebung wahr, den Platz, auf dem du liegst, den Raum, in dem du dich befindest. Bring langsam deine ganze Wahrnehmung wieder nach außen. Bewege deinen ganzen Körper langsam. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen. Hari Om Tat Sat.